Einen wunderschönen guten Morgen heute hier zum Online-Gottesdienst. Heute begrüße ich euch von uns zu Hause, von unserem Sofa aus. Ja, für uns als Familie hat sich in letzter Zeit einiges getan. Wir haben wieder etwas mehr persönlichen Kontakt zu Gemeindemitgliedern, zu Freunden und man kann einfach so sich wieder von Auge zu Auge ein bisschen austauschen. Das genießen wir einfach zurzeit, soweit es zugelassen wird. Und ja, bevor wir jetzt die Predigt anhören dürfen und noch ein gemeinsames Lied singen, möchte ich gerne noch gemeinsam beten. Großer Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst. Ich möchte ihn in deine Hände legen, dass du wirklich die Herzen öffnest, dass du uns begleitest und ja, dass du uns auch Worte für den Alltag mitgibst, Worte, die uns helfen, den Alltag zu bewältigen. Und ich möchte dir auch Danke sagen, dass wir als Familie hier wieder Gäste empfangen dürfen, auch wenn es im kleinen Kreise ist. Aber ich möchte dir Danke sagen, dass wir wieder ja, persönliche Gespräche führen dürfen, ja, nicht nur vor dem PC, sondern einfach auch mal wieder persönlich auf unserem Sofa. Und da möchte ich dich wirklich bitten, dass du deinen Segen da drauf legst und ja, dass du mit uns bist und dass du uns weiterhin behütest und uns Gesundheit schenkst, auch als Familie, als Gemeinde. Und dafür möchte ich dir wirklich Danke sagen, Herr. Amen. Ja, ich möchte euch jetzt einladen, das nächste Lied gemeinsam zu singen. Der Text wird wieder eingeblendet. Viel Spaß dabei. Meine Kleider passen mir nicht mehr. Wenn deine Frau dies zu dir sagt, musst du als Mann sehr, sehr aufmerksam sein und ganz genau ihr Gesicht beobachten. Denn wenn deine Reaktion unangemessen ausfällt, dann kann das richtig üble Konsequenzen haben. Meine Kleider passen mir nicht mehr. Wenn sie das sagt und hat so ein Lächeln auf dem Gesicht, richtige Reaktion: Hey Schatz, das freut mich für dich, aber bitte nimm nicht zu viel ab. Du gefällst mir so, wie du bist. Dann ist alles klar. Ein schöner Tag beginnt. Halleluja. Zweite Szene. Meine Kleider passen mir nicht mehr. Und da ist ihre Miene nach unten gezogen. Dann Vorsicht. Dann stehst du als Mann auf ganz, ganz dünnem Eis.
Dann könnte die richtige Reaktion sein: Hey Schatz, bist du dir sicher? Sieht mir die überhaupt nicht an. Du bist wunderschön. Vertauscht mal die Reaktion. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Warum erzähle ich das? Weil wir gerade in einer Predigtreihe über den Epheserbrief sind und heute im 4. Kapitel, da geht es um neue Kleider, um den neuen Menschen. Der Titel unserer fortlaufenden Predigten heißt Glaube ganz groß. Anhand von Perspektiven aus dem Epheserbrief geht es um den Glauben, der unser Leben verändert, geradezu bereichert. Der Epheserbrief, der beschreibt sozusagen den Lebenslauf eines Christen. Bisher haben wir uns in den vorangegangenen Kapitel 1 bis 3 und den Predigten von William und Chris sozusagen die Kleinkindphase und die Pubertät eines Christen angeschaut. Wir sind bereits im 4. Kapitel angelangt. Heute geht es um den neuen Menschen. Das hat mit passenden und unpassenden Klamotten zu tun. So lesen wir in Epheser 4, in den Versen 22 und 24, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Erneuert euch in eurem Geist und in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an. Soweit Paulus im Epheserbrief. Leute, Kleiderwechsel ist angesagt. Es geht in die Umkleidekabine Gottes. Alte Klamotten runter, rein in die neuen Kleider. Heißt neues Denken, neue Gesinnung, neue Überzeugung. Letztlich zieht den Glauben an den Gott der Bibel an. Paulus sagt das so unverblümt. Er motiviert geradezu. Und er sagt, wer an Jesus Christus glaubt, dem passen die alten Kleider nicht mehr. Sie sind ihm entweder zu eng, zu klein oder sie sind zu weit, zu groß. Wer an Jesus Christus glaubt, der verändert sich, der bleibt in Bewegung. Der wird sein Leben neu gestalten. Er wird sich neu einkleiden. Paulus verwendet hier das Wort, dieses Bild in diesem Wort, um zu beschreiben, was passiert, wenn Menschen im Glauben erwachsen werden. Sie ziehen das aus, das nicht mehr zu einem Christen passt, und ziehen das an, sie legen Neues an, was jetzt besser sitzt. Hört selbst. Ich fasse den zweiten Teil des Epheserbriefs, Kapitel 4, wie folgt zusammen. Die Überschrift über diesen Abschnitt heißt Der alte und der neue Mensch. Ab Vers 17 lesen wir: Lebt nicht länger wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und jetzt reiht Paulus auf, welche alten Kleider wir ausziehen sollten. Dort heißt es, legt die Lüge ab. Also Lüge ist ein No-Go. Im Übrigen, wer lügt, der braucht ein ganz, ganz gutes Gedächtnis. Weiter heißt es, ein anderes Kleid heißt, legt den Zorn ab. Denn der Zorn ist ein schlechter Ratgeber. Konkret im Vers 26, lasst die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Das ist im Übrigen der beste Rat für eine Ehe, für eine Beziehung. Bevor die Sonne untergeht, wird Streit, Zorn, Unfrieden sozusagen ausgezogen. Und da habe ich tatsächlich meine Frau Moni, mit der ich nun 34 Jahre verheiratet sein darf, gefragt: Sag mal, wie war das bei uns, bei mir? Und sie hat mir bestätigt: Zornig sei ich wohl nie eingeschlafen. Beleidigt aber schon. Und wegen was? Naja, das könnt ihr euch vorstellen, mehr verrate ich nicht dazu. Was soll der alte Mensch noch ausziehen? Paulus zählt weiter. Betrügt einander nicht. Verzichtet auf böse Worte. Seid nicht aufbrausend.
Schreit euch nicht an. Seid nicht bitter aufeinander. Habt euch im Zaum. Rastet nicht aus. Hört auf, euch einander zu beleidigen. Feindet euch nicht an. Lästert nicht gegeneinander. Seid nicht böse zueinander. Jetzt muss ja eigentlich jeder sagen, Paulus, wir verstehen dich. Diese dreckigen Kleider wollen wir und sollen wir ausziehen, das leuchtet ein, denn die passen nicht mehr zu uns. Und bevor ich nun loslege, eine Vorbemerkung. Seid nicht frustriert, wenn das bei euch, wenn das bei dir auf Anhieb nicht klappt. Denn das Umziehen ist ein Prozess. Das geht nicht wie im Modehaus Götz. Das Ausziehen der alten und das Anziehen der neuen Kleider geht in verschiedenen Gebieten unterschiedlich schnell. Also, egal wie die Bestandsaufnahme bei dir ausfällt, nicht frustriert den Kopf in den Sand stecken, sondern es als Ansporn nehmen, dass es einen Kleiderwechsel gibt. Was bedeutet dieses Bild für uns im praktischen Leben? Zu einem sollten wir festhalten, es gibt einen Unterschied, ob ich Jesus kenne oder nicht, ob ich ein entschiedener Christ bin oder eben nicht. Meine Beobachtung ist da manchmal anders. Klar, es gibt viele Nicht-Christen, die richtig tolle, tolle Menschen sind, obwohl sie Jesus nicht kennen. Und es gibt, verzeiht mir diesen Ausdruck, grausliche, komische, wunderliche, äußerst wunderliche Christen, deren Lebenswandel ich sehr hinterfrage, obwohl sie Jesus kennen. Und in diesem Spannungsfeld leben wir, seit es Menschen gibt. Deshalb sagt Paulus im Vers 24, zieht den alten Menschen aus, schlüpft in die neuen Kleider, in die Kleider des Glaubens. Und er sagt uns sogar, wie die Kleidungsstücke heißen. Zieht an Barmherzigkeit, Wahrheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Und wir fragen uns, aus welchem edlen Stoff hat uns Gott hier Kleidungsstücke genäht und ausgewählt? Und schon zeigen wir mit dem Finger auf andere Leute. Doch heute geht es nicht um die anderen Menschen, sondern heute geht es um mich, um dich. Wenn wir Christ werden oder Christ sind, dann gibt es eben ein Vorher und es gibt ein Nachher. Das Vorher, der alte Mensch, die alten Kleider sind das, was mich selbst ausmacht. All das, was auf mich selbst ausgerichtet ist, was mir Lust macht, was mir Freiheit gibt, was mir Befriedigung und Freude bringt, egal was die anderen davon haben oder was das mit den anderen macht. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich komme an das Ziel. Demgegenüber stellt Paulus den neuen Menschen, den Menschen in Christus. Ich wiederhole bewusst, und er hängt uns neue Kleider in die Umkleidekabine. Die neuen Kleider heißen Barmherzigkeit. Was für ein edler Stoff. Barmherzig, jemanden an den Arm nehmen und zu dem Herzen Gottes tragen und führen. Ein neues Kleid heißt Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus in unserem Leben soll groß werden. Er ist die Wahrheit und die Wahrheit wird immer siegen. Das nächste edle Kleidungsstück heißt Heiligkeit. Was für ein großes Wort. Wir verstummen gerade dazu. Heiligkeit, es bedeutet letztlich von ganzem Herzen den Willen Gottes tun. Und das vierte Kleidungsstück heißt Gerechtigkeit. Naja, wer von uns ist schon gerecht? Der Duden hat eine gute Übersetzung. Der Duden sagt, Gerechtigkeit, es ist
eine Gotteseigenschaft. So ist es auch wohl. Und in der Bibel steht, Jesus ist uns zur Gerechtigkeit geworden. Und wir merken, ob Barmherzigkeit, Wahrheit, Heiligkeit oder Gerechtigkeit, es geht immer um ein Leben mit Jesus. Unterstützen wir. Denn wir Menschen sind ja von unserem Schöpfungsgedanken, vom Schöpfungsgedanken Gottes, sind wir ja eine perfekte Schöpfung. Aber durch Schuld, Sünde, sind wir ausnahmslos so richtig versaut, verdreckt und verschmutzt worden von der eigentlichen Ebenbildlichkeit Gottes, ist da ganz, ganz wenig übrig. Und durch den neuen Menschen kommen wir wieder dahin, wo uns Gott von Anfang an haben wollte. Das ist die Theorie. Nun, was machen wir damit? Da heißt es, geh in die Umkleidekabine Gottes. Dort werden die Werte neu definiert. Werte wie Aufrichtigkeit, Aufmerksamkeit, Nächstenliebe, Respekt, Wertschätzung, Freundlichkeit und Mitgefühl. Die Dinge sind wichtig. Diese Dinge verändern uns. Direkter, Gott verändert uns durch seinen Geist. Gott möchte diese Werte mit Leben füllen. Und genau das ist ja der Knackpunkt. Meine persönliche Erfahrung ist, wie gerne reden wir doch mit Menschen, mit jemandem, der uns Respekt zollt. Wie gerne sind wir zusammen mit jemandem, der uns zuhört. Wie gut tut es uns, wenn jemand mit uns mitfühlt, uns versteht. Wie freuen wir uns über ein freundliches Wort, über ein Lächeln? Denn da nehmen wir ja auch einen Rat an. Dann geschieht Veränderung zum Positiven. Dann ergänzen wir uns sogar. Meine Lieben, am Ende des Kapitels wird Paulus richtig konkret. Und auch ich werde am Ende meiner Predigt nochmal ganz konkret. Denn der Epheserbrief zeigt uns auf, was sozusagen der Knopf, was sozusagen der Reißverschluss, der Knopf ist, der das neue Kleidungsstück an uns hält. Was der Reißverschluss ist, mit dem das neue Kleidungsstück an uns bleibt. Und so heißt es im Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Die Vergebung ist es. Vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist es. Das ist der Knopf. Das ist der Reißverschluss, der alles zusammenhält. Und eines kann ich aus meinem Leben berichten. Ich weiß, was das für eine Befreiung ist, da wo mir vergeben wurde. Ich weiß aber auch zu gut, was es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nun wirklich, was das für eine Freiheit und für eine Freude ist, wenn ich meinem Schuldigern, dem oder der, die mich beleidigt, verletzt, gekränkt, gedemütigt, herabgesetzt hat, wenn ich dieser Person vergebe, wenn Frieden und Freundschaft neu geschlossen wird, dafür finde ich kaum Worte. Ohne Vergebung geht es nicht. Ein neues Kleid wird immer mit der Vergebung zusammengeknüpft. Wer das nicht macht, der wird schon bei den ersten Schritten seine neuen Klamotten verlieren. Heute lade ich dich ein. Komm zu Gott in die Umkleidekabine. Zieh deine alten, schmutzigen Klamotten aus. Gott hat dir neue, saubere Kleider bereits in die Kabine gehängt. Du brauchst noch nicht einmal deine Konfektionsgröße suchen, denn was Gott dir im Glauben an seinen Sohn raushängt, das passt. 100%. Ich lade dich ein. Komm, zieh die neuen Kleider an.
Sie kosten kein Geld. Sie kosten eine Entscheidung. Es ist deine persönliche Entscheidung, mit Jesus ein verändertes, ein bereichertes, ein erneuertes Leben führen zu wollen. Jesus nachzufolgen, erwachsen, reif zu werden im Glauben, das muss das Ziel eines jeden Christen sein. Das war im Übrigen auch das Ziel meiner Predigt. Wie singt Herbert Grönemeyer? Stillstand ist der Tod. Wie recht hat er? Doch wer Jesus nachfolgt, der zieht sich um und ist in Bewegung. Dieses Umziehen wünsche ich dir. Dieses Umziehen wünsche ich auch uns als Gemeinde. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, meine Kleider passen mir nicht mehr, dann ist das nicht schlimm, sondern höchst erfreulich. Halleluja! Und so sei gesegnet. Und der dreieine Gott ersetze dich zu einem Segen in dieser Welt. So sei es. Ja und Amen. So lasst uns am Ende unseres Gottesdienstes noch vor den Liedern das Gebet sprechen, was uns der Herr selbst aufgetragen hat. Ich lade dich ein, wenn du möchtest. Wenn du willst, steh auf, knie nieder, verbeug dich, verneig dich. Wenn du möchtest, falte die Hände und bete doch auch mit, wenn du das möchtest. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir auf. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume auf. Yeah.
Ja, das war es heute schon wieder mit unserem Online-Gottesdienst. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch verabschieden, möchte euch noch einen gesegneten Sonntag und eine tolle Woche wünschen. Die aktuellen Infos und auch einfach aktuelle Dinge, die momentan entschieden werden, vielleicht auch die nächste Zeit, die dürft ihr euch gerne auch auf unserer Homepage anschauen unter www.etg-speichingen.de. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, da stehen auch Telefonnummern, da dürft ihr euch gerne dann auch bei den betroffenen Personen melden. Ansonsten lade ich euch gerne auch noch zum Kaffeeklatsch ein, der heute um 10.45 Uhr stattfinden wird. Wer da Probleme hat, auch gerne auf die Homepage gehen. Da stehen E-Mail-Adressen, an die ihr euch wenden könnt oder auch Telefonnummern. Ja, ich würde mich freuen, euch da zu sehen und noch einen schönen Sonntag. Bis dann.